Was geht's denn, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush 45 89, zurück bei Let's Play Mario Luigi Superstar Saga plus Bowser Schergen. Ja, als nächstes machen wir weiter mit die Sippe greift an. Also weitere Koopalinge gilt es jetzt zu erledigen und wieder zur Vernunft zu bringen. Dann haben wir noch Peaks Panik. Also das sind wirklich gute Grinding Spots für Stürmer, Grinding Spots für Stürmer und für Flieger hier. Aber erstmals hier für die Stürmer. Also, auf in die Schlacht. Ögriff! Dass ihr tatsächlich gekommen seid. Aber ihr guckt, es geht weiter! Hey! Den Ludwig einfach so zu ignorieren, das ist heftig. Genau, das hast du! So einen Kumpel nicht durchgehen! Ludwig, lebe aus dem Weg, sonst! Ui, ich blöd! Hey, loslassen! Ich hab doch das Kommando! Der Selbstbewusstsein kippt gerade, Kumpel! Heißt ihr nicht zusammen? Ja? Wir haben es mit Kumpelhängen zu tun! Dieser Pilzkopf. Oh! Aber! Dann Kumpa, weiter geht's, ich hab. Der zu dir, egal was kommt. Was? Du auch? Ich bin der einzige Vernünftige? Nichts nutze, Volltrottel. Wer mich für einen Dumm verkaufen will, muss bezahlen. Pah, was soll's, Mittag? Warum eigentlich nicht? Ach, ein Respekt vor dem Kumpa, das kann er alter werden. Ah, reiß dich doch zusammen, das wird schon. Wir sind ja größtenteils im Vorteil hier. Aber ich darf deswegen jetzt nicht, ja, den Tag vor den Abend loben. Auch wenn wir hier größtenteils im Vorteil sind. Die könnten trotzdem irgendeinen Trick, irgendein Ass aus dem Ärmel bestimmt noch schütteln. Darauf möchte ich wetten. Ja, hier beginnt das schon mit gegnerischer Angriffskraft. Aber komm, wir schaffen das schon. So. Zack und BAM! Ja, damit erledigt er ihn gleich. So stark ist er auch, sein Angriff. Ah, Mist! Ich habe nicht darauf geachtet, dass er gerade angreift. Los, mach den fertig! Ein Schütze gegen lauter Stürmer? Er hat keine Chance. Zack und... Ja! Für den Kettenhund ein paar Knochen zum Futtern. Nom! So, noch drei weitere Schlachten. Weitere Knochen trocken und Lemmy. Okay, dann mal los. Es wird Zeit! Ja, die Moral steigt. Da setze ich mal auf Glücksgriff. Okay, das gegnerische Ausweichen sinkt. Aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Ja, schon, weil dann können sie überhaupt nicht mehr ausweichen. Boah, aber die Moral, die Verstärkung der Moral. Und jetzt ist unser Ausweichen gesunken. Okay, das ist ein guter Ausgleich, würde ich mal sagen. Was macht er jetzt? Ach so, er macht diesen Scheiß. Ja, damit konnte er immer. Na warte, Freundchen. Das wäre doch wohl gelacht, wenn wir dich jetzt nicht fertig machen würden. Komm schon. Und jetzt noch einer. Einen oben drauf und tschüss. Alle acht haben überlebt sogar. Nice one. So, jetzt muss ich aber die Punkte sparen hier. Ich darf ja keine Angst, Scheu zeigen, denn es sind ja gegen Schützen hauptsächlich. Naja, okay, hier sind es jetzt hauptsächlich Stürmer, also das ist was anderes. Aber trotzdem, das kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin, ne? Und diese Toy Coopers. Ja. Aber die gehen hier ganz schön ab hier. Mit den Spitzeangriffen. Das dürfte trotzdem nicht leicht werden. Aber trotzdem, wir kriegen das hin. Na komm jetzt. Dafür, dass sie mich so mit Spitzangriffen zugedeckt haben. Wow! Und er ist sogar gut gegen diese Viecher. Nice, da habe ich, da war es richtig, ihn mitzunehmen. So, jetzt haben wir wieder genug AP für den letzten Kampf. Gegen Ludwig.
Oh Mann, der hat so viele Stürmer bei sich. Ich zeig dir, wer das Sagen hat. Hm. Na schön. Das kann ich dir auch gerne zeigen. Okay, unsere Präzision steigt. Ich werde schon irgendwie einsatzbereit machen. Sofort! Oh je, der holt Verstärkung mit dem Flieger! Nein! Sowas kann ich am wenigsten leiden. Shit. Warum muss es ausgerechnet ein Flieger sein? Bringen wir es zu Ende. Was macht er jetzt? Au! Kubanen sind klein und schwach. Was? Der Spaß wagt es uns zu schrumpfen, ey. Oh Mann. Autsch. Und wenn schon, davon lassen wir uns nicht beeindrucken hier. Wir kriegen das schon auf die Reihe irgendwie. Oh Mann, ich kämpfe gerade mit aller Macht gegen den Flieger und habe ihn bezwungen, na also. Okay, einige sind wieder groß. Das ist gut. Tja, das wär's. Es war kein schlechter Trick am Ende, aber nicht gut genug, mein Freund. Yes, Mann. Stürmer an die Macht. Ich wollte schon sagen, leider kein rekrutiert, aber wir kriegen ja jetzt Lemmy und Ludwig noch dazu. Was ist passiert? Warum war ich? Hm. Dieser Krankheit muss mich irgendwie kontrolliert haben. Genau so war's. Unser wahrer Feind wartet weiter vorne. Begleite uns, Ludwig. Bist du der Gumba vom Berg? Ja, genau der. Er sieht nicht danach aus, aber er hat uns hierher gebracht. Ein unbedeutender Gumba, das glaubt man nicht. Eigentlich sollte lachen und zertrampeln, aber vielleicht erzählst du ja die Wahrheit. Kommandant Gumba wirkt nicht so, aber er ist ein Schergel extra Klasse. Naja, das ist jetzt aber auch übertrieben. Ich kapier's immer noch nicht. Wie so ein einzelner Gumba. Ich bin vielleicht ein wickiger Gumba. Ich hab meine Loyalität, wenn du die Pause ist grenzenlos. Hm. Was ist los, Ludwig? Nichts, nichts Wichtiges. Lass uns losziehen. Okay. Lemmy und Ludwig wurden rekrutiert. Es gibt auch einen schönen Haufen EP für meine Gruppe hier. Vor allem dem Football-Chuck benötigt etwas. Ja, und beide Level 30, so wie es gehört. Starke Schützen für mein Schützenteam. So, da wir gerade... Ah nein, Blödsinn, ich brauche Flieger für diese... Flieger für diese Mannschaft, gegen die ich hier antreten müsste. So, Schützen. Da wir gerade von Schützen jetzt reden. Hm. Ja, komm, kriegst du. Damit du mal aufsteigen kannst. Du bist ja einer der wichtigsten hier. Und 2000 jeden. Ich frag mich, ob es eine super Erfahrungsbohne Plus auch noch gibt. Die wird wahrscheinlich um 4.000 oder 5.000 sogar. Oder 6.000 mit etwas Glück. Boah, das wär's doch geil, ne? Das wär sowas von epic. Ja, ich hab schon lauter Level 30er. Bis auf ihn. So. Gut. Dann stellen wir mal das Team jetzt dementsprechend besser auf. Um dafür gewappnet zu sein. Big Boo. Parodi. Hm, natürlich auch der Parakäfer. Der rote Parakupa. Den natürlich auch noch. Sag schon, Lakitu, ja, Lakitu. Hm. Er hat uns natürlich auch noch der Schweifbuhu. Und wen noch? Habe ich noch jemanden vergessen? Jemand Wichtigen? Ich hoffe mal nicht. Tja, dann nehmen wir halt noch... damit die Gruppe schön unterschiedlich bleibt. Oder nein. Oder doch, ein Buu vielleicht?
Ein gewöhnlicher Buhu. Naja, das ist schon mal eine richtige Buhu-Truppe hier. Ich meine, die Explosions-Buhus, die sind zwar nicht schlecht, aber an sich... Ach, ich glaube nicht, dass ich die unbedingt gerne verwenden möchte. Also bleiben wir doch bei einem Big Buhu, ne? Ja klar, warum nicht? Ein schön großer Big Buhu. Weil die sind ja echt... Die sind ja eh wirklich gut. Also wirklich absolut... Die absolute Härte. Vor allem durch deren Kamehameha-Laser. Wie die damit abgehen. Da hat der Gegner nichts zu lachen. Ja, lauter gestachelte Gegner noch dazu. Oh, hey! Bist du des Wahnsinns? Da holt sich einer aber jemanden einen gewaltigen Vorteil. Na, warte. Ja, leider Gottes tut es besonders weh, den Amlakito. Was zum... Ach ne, holt er jetzt Verstärkung? Ja, natürlich. Na, warte. Autsch. Draufstampfen ist natürlich keine gute Idee bei dem. Von der Seite angreifen ist natürlich das Beste. Gegen solche stacheligen Fatzken. Fatzken. Oh, aber der Lakito ist ja auch gut gegen die Stachis. Ist ja auch klar, das sind eigentlich seine Tiere, die er hat. So, am besten spare ich mit der AP jetzt. Oder setze es höchstens einmal ein und dann für den letzten Kampf. Hieß es mir auf. Schon wieder? Ah, also unser eigenes Ausweichen sinkt. Und wenn schon, wir greifen eh an, also... Ah, Mist. Komm schon, lass dir das nicht gefallen. Ja, bekommt der Gegner wieder Verstärkung, natürlich. Schluss jetzt. Hey, verschwinde du. So. Meine Ausweichrate erhöht sich. Und jetzt zeigt es ihm. Bam. So haben wir es doch gern. Ein Poké wieder, hä? Was will der Gumba-Turm jetzt erreichen? Die Moral stärken. Gut, dann setze ich mal auf Glücksgriff. Ja, gegnerische Präzision minus. Also ich kann jetzt umso öfters ausweichen. What? Oh, ja, das gleicht es wieder aus. So, der Laser. Den liebe ich ja auch. Abgeht. Ah, schon wieder Verstärkung rufen. Der hat sie wohl nicht alle. Wie viel AP die haben. Was macht er jetzt? Nochmal Verstärkung rufen. Jetzt mal Schluss hier. Na, jetzt haben wir aber eh ganz schön viele dadurch verloren. Ich werde hier zugesetzt. Oh Mann, mach den jetzt down, bevor mich noch der Lakito beinahe down macht. Der Lakito hätte mich beinahe down gemacht hier. Oh Mann, okay. Das war schon ziemlich heftig, aber wir haben es geschafft. Na schön. Sehr fein. Das gefällt mir. So, gut, jetzt geht's dann eigentlich schon weiter. Oh, Mann. Misch das Schloss auf. Der letzte Goldbeanie. Zu Recht, aber aufräumen, aber also aufmischen, aber brutalst. Hauptsächlich Flieger, also hauptsächlich Schützen wären hier die beste Wahl. Aber erstmals befördern. Da wir gerade auch von Schützen reden hier.
Ja, unsere Schützen sind eh besonders stark, also wird das schon gut gehen hier. So, jetzt hast du auch mal Level 30 erreicht, mein Freund. So, die Supererfahrungsbohne gibt es für meinen zweiten Big Boo. Okay. Puh. Na denn? Dann wird's Zeit. Warte mal. Ist der Part wirklich schon so lang, oder? Habe ich da überhaupt schon so viel gemacht? Ich weiß jetzt gerade nicht, womit wir jetzt stehen geblieben sind. Ich glaube hier, Cooperling. Ja, okay. Ich habe halt dazwischen offscreen trainiert, das war es. Ich hoffe nur, ich täusche mich dabei nicht. Nee. Passt schon, ich habe da was verwechselt. Tut mir leid, Leute. Okay, dann, ja, wir sollten uns vorher noch richtig aufstellen dafür. Die Gegnerinfo erstmals angucken. Also natürlich hauptsächlich Schützen. Hauptsächlich Schützen sind angesagt. Oh ja, davon haben wir eine ganz schön starke Truppe hier. Natürlich, die Cooperlinge dürfen jetzt nicht fehlen. Oh, gleich mal die kompletten Cooperlinge, hä? Wie wär's damit? Ja, das war ein bisschen zu viel gerade. Ein bisschen zu viel des Guten. Muss ich also leider wieder auf welche verzichten von den Cooperlingen. Muss leider sein. Dass es ein bisschen ausgeglichener ist. Dann setze ich noch den einen Big... Ah, den habe ich eh drin, passt. Dann noch, Wen habe ich denn noch eingesetzt? Ja, komm, der eine... Ah, Cooper hier. Da tue ich halt mal Wendy dafür raus. Und noch zwei Stürmer. Ich würde sagen, natürlich hier Morton. Und, Hat es vor allem auf mechanische Gegner abgesehen. Haben wir den eigentlich? Nö. Nein, wir haben leider keinen mechanischen Gegner da. Dafür aber Kamek. Den normalen Kamek. Man muss auch wissen, gegen was die ganzen gut wären. Ich glaube eher, der Poké wäre ganz gut. Also nehme ich mir meinen Poké. So. Dann dürfte unsere Truppe hoffentlich bereit sein gegen diese Macht. Wir müssen das hinbekommen. Verflixtes Fliegenvieh. Na schön, dann mal auf in die Schlacht. Wir kriegen das auf die Reihe. Es wäre doch wohl gelacht, wenn nicht. Ja, so viele Flieger. Das sind unsere Schützen genau richtig. Och nö, macht er schon wieder diesen scheiß Schleichangriff. Das nervt voll. Oh. Ah ja, so, der macht das. Nicht schlecht. So. So, Angriffskrafterhöhung. Der Big Boo ist schon weg? What the hell? Hat sich auch schnell verabschiedet. So. Immer feste Druf hier. Oh! Genauso wie Knochen trocken. Verstehe. Immerhin habe ich das exzellent lösen können. So, Angriffskraft nochmal erhöhen, damit ich mal härter zuschlagen könnte, meine Freunde. Oh Mann. Kommt, jetzt mach den mal fertig. Jetzt bald. So ist richtig. In der gemischten Gruppe, es ist wirklich schwer. Drei weitere Schlachten noch. Okay, Stürmer. Hm? Da müssen sich unsere Flieger bewähren. Ansonsten, hier sind eh so viele Flieger, also... Dann sporne ich jetzt mal meine Gruppe hier an. Die Moral zu stärken. So. So, komm.
Bam. Sehr schön. Nein, der ruft jetzt noch Verstärkung. Nicht euer Ernst. Okay. Das ist geil. Auf ihn drauf. Das macht besonders viel Damage. Oh je, jetzt sind wir eh nur noch schwitzen hier gegen einen Stürmer. Nicht sehr gut. Aber mit unserer erhöhten Angriffskraft müsste es irgendwie gut gehen. Es sei denn, ich treffe nie. Aber damit schon eher. Hm. Hätte aber besser sein können, der Angriff. Ist klar. So. Die nächsten Gegner. Jetzt sind sie doch hauptsächlich Flieger und zwei Stürmer. Wird schon irgendwie hinzubekommen sein, hoffentlich. Nein, jetzt lass das mal sein. Dürfen wir auch mal einen Spezialangriff einsetzen? Hallo? Ständig, wenn... Kommen die damit? Jetzt mal Schluss hier. Ja, und dann werden... Dann macht er auch den Scheiß. Sehr schön. So, haha. Jetzt ist er vollkommen Nachteil. Aber der hält wirklich sehr viel aus, der Gute. Ja, aber damit macht man mehr. Jetzt kommt schon, schlag den endlich kaputt, diesen zu groß geratenen Geist. So, welche, wie viele Schlachten sind noch übrig? War das die letzte oder kommt noch was? Da kommt noch was. So, wollen wir noch mal sehen. Ja. Ein Stürmer, Flieger und ein paar Schützen. Oh Mann. Kamek. Nein, der macht auch den Scheißschleicherangriff. Ist doch nicht zu fassen. Der macht auch diesen Kack hier. Dieser Spacko. Nein, ich will mal den Laser einsetzen. Was will er jetzt? Auch die Moral stärken. Auch das noch. Mann, jetzt sind wir aber ganz schön mies dran. Oh Mann, ein Stürmer und wir haben so viele Schützen hier. Muss das sein? Ja, lass das! Okay, wir sind aber zum Glück eine Überzahl. Na, jetzt nicht mehr. Ach du Scheiße! Gut, er hat ihn fertig gemacht, aber kann ihn ins Auge schlagen. Sieht gut aus, wenn er zweimal jedes Mal angreifen kann. Ja! Oh mein Gott! Geschafft, Mann. Wieder ziemlich knapp. Wieder sehr, sehr knapp, Mann. Oh, das gibt starken Überfluss wieder. Was ist jetzt los? Ludwig? Ludwig, Koppeling, Ludwig? Stimmt etwas nicht? Berufe die anderen Koppelinge ein. Alle, und zwar sofort. Was? Na gut. Was wird das jetzt? Ich will nichts beschönigen. Du wirst uns alle sieben bekämpfen. Was? Alle sieben Koppelinge? Warum denn das? Weil ich es sage. Du hast doch selbst gesagt, dass Boss in Loyalität genießt. Ich will deine Schergenmoral auf die Probe stellen. Ernsthaft? Das muss gerade jetzt sein? Zu so einem schlechten Zeitpunkt? Das geht mir jetzt zu schnell. Ich bin gar nicht vorbereitet. Dachte ich es mir. Nur die Koppelinge haben es so weit gebracht. Mit deiner Loyalität und deinem Talent hat es nichts zu tun. Ich verstehe schon. Ich soll mich einfach einmal beweisen. Also gut, ich mach's. Ich bin bereit. Schluss mit dem Gerede. Der Kampf beginnt jetzt. Och Mann, muss das jetzt sein? Steinblockpresse? Das klingt gut. So. Jede Menge neue Schergen. Und sogar starker Schergen. Oje, die Koppelinge sind alle weg.
Jetzt müssen wir hier sie bekämpfen. Ach du Scheiße. Alle sieben. Wo soll das noch hinführen? Sieben Kämpfe? Garantiert hintereinander das Ganze. Naja, aber erstmals hier diese Goldbiene-Geschichte. Da braucht man hauptsächlich Stürmer. Aber erstmals heißt es hier eine Beförderung. Super Erfahrungsbohne L benötigt mein Big Boo am besten. Ein kleiner. So, und jetzt noch die Schützen. Ja, die fallen jetzt leider aus. Denen kann ich jetzt auch nichts geben, ne? Deswegen lasse ich sie mal aus. Aber wen soll ich das am besten geben? Ja, natürlich dir. Du bleibst uns ja trotzdem Glück treu. Sonst noch eine Stürmerbohne. Für... Ja, komm, ihn. Ach, noch keiner von den Level. Level, sag schon. 30 erreicht. Na schön. Verflixt nochmal. Wir müssen also jetzt tatsächlich gegen die Kooperlinge dann antreten. Oh Mann. Na gut, aber erstmals hier. Mit meinem Stürmerteam. Oder doch lieber er. Hm, obwohl. Der hat noch einen zusätzlichen Vorteil. Es nutzt sich lieber die Plus-Varianten. Die sind da, glaube ich, besser in der Situation. Gaido vor allem. Wie heißt der? Gumbernd. Darf ich nicht vergessen. So, mein Football-Chuck, mein Treuer. Ja, da wir gerade von Plus reden. Was hat denn der für einen Vorteil? Die bessere Moral. Also, kommt der herein? Ja, natürlich, der darf auch nicht fehlen. Und einfach ein normaler Gumba? Nee. Ein Stachi. Genau. So. Damit dürften wir... Ja. Den letzten Goldbini bekämpfen können. Und bestimmt, und hätten hoffentlich auch eine gute Chance. Ach, wird schon schief gehen, ne? Ja, das wird schon schief gehen. Auch wenn der Trupp-Level ein bisschen leicht unterlegen ist, wir haben trotzdem einen größeren Vorteil, weil sie meistens eher schwächere Elemente benutzen. Dementsprechend müssten wir also bessere Chancen haben gegen diese Typen. Och Mann. Was? Stürmerschaden? Du bist doch... Ist so ernst? So. Hoffe, das hat schön wehgetan. So, zeigt's ihm. Ah, er flext. So. Gumbern so klein im Vergleich zu den einen Gumba oder zu den riesen Gumba aussieht. Ist schon fast niedlich. Oh Gott, Bob-Oms. Wenn die ihre Spezialtechnik einsetzen. Da ist es aufpassen. Die können jede Menge schaden. Dafür ist mein Boxer gut gegen die. Der mag ja keine mechanischen Sachen. Ja, nur okay, verflixt. So. Und tschüss. Hm, starker Bob-Omb, huh? So, das wäre dann wieder eine perfekte Offscreen-Trainingsstelle hier. Für meine ganzen Stürmer. Dass ich darauf achte, dass alle wirklich schon Level 30 erreicht haben. Dann setze ich auch mal Glücksgriff ein. Um meinen Angriff zu erhöhen. So. Verschwinde, Bob-Omb. Okay.
Oh Mann, ich hoffe, dass das jetzt nicht das Ende für mich bedeutet. Weil jetzt hat er bessere Verteidigung. Hält jetzt mehr aus. Aber das habe ich auch. Also, nochmal sehen, wessen Verteidigung besser ist. Oh, seine, verflixt. Ah, aber es reicht trotzdem. Boah, das war knapp wieder. Shit. Die Gegner abgehen. Oh, es war es aber noch nicht. Na komm, das wird aber schon schief gehen, ne? Lass dich jetzt nicht davon unterkriegen. Das wird schon. Ja, wieder Glücksgriff. Jetzt halt er seine Kumpanen. Ein bisschen. Ah, verdammt! Ich immer zu früh drücke, oder was? Ja, jetzt habe ich das nicht bemerkt. Es ging mir ein bisschen zu schnell gerade. Schon wieder? Oh nein, jetzt wird die Präzision gesenkt. Das bedeutet, jetzt können wir umso seltener treffen. Jetzt bin ich gerade eh von einem verdammten Käfer hier angegriffen. Das kann ich jetzt nicht brauchen. Also stärk deine Verteidigung bitte. Oh shit. Come on, nein! Oh mein Gott, das habe ich überlebt, aber das schaffe ich nicht. Ach Mann, das ist doch nicht euer Ernst! Nein, was? Euer verdammter Ernst jetzt? Ich verliere hier an dieser Stelle? Nicht mit mir, Leute, nicht mit mir. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. What the fuck? Das ist doch nicht euer Ernst. Ich spare mir halt ein bisschen die Punkte. Jetzt habe ich nicht gesehen, wer jetzt gerade angreift. Alter Schwede, dass es wieder zweimal so scheiß knapp werden musste. Komm, hörst du mal auf mit dem Scheiß? Wieder zu früh. Ich müsste hier im Vorteil bei sowas sein. Ich möchte vor allem meine ganzen guten Mitglieder verstärken, damit ich die besseren Varianten immer. So, sehr schön. Bam! Mir fest zu drauf. Der Poketurm macht's. Bam! Hoho! Da hat der Anführer schon sehr viel Schaden genommen. Und alle unsere Einheiten haben überlebt. So, dann hoffe ich, dass es jetzt die nächsten beiden Kämpfe auch gut besser laufen wird. Die Käfer, die sind halt wirklich eine Sache für sich, weil die haben eine starke Verteidigung. So, sehr schön. Die Moral der Gegner steigt. Das heißt, sie kommen jetzt öfters mit solchen Angriffen. Ja, klasse. Ach, gerade noch rechtzeitig verhindert. Ach, verflixt, ey. Schon wieder so eine Situation. Ah, der macht mehr Schaden als ich. Was soll ich denn da machen? Ich verliere schon wieder. Mann, ne Fresse, das ist doch nicht euer Ernst. Leck mich doch! Warum schaffe ich den Scheiß nicht? Oh, dann trainiere ich hier halt nochmal meine Stimme, weil ich meine, come on! Ich trainiere jetzt erstmal noch auf Screen und dann versuche ich es nochmal gegen die, weil ich meine, das ist doch
Ist doch Bullshit! So, versuchen wir es nochmal. Ist man um einiges stärker. Ich meine, ich habe auch zu beim Offscreen-Training auch noch zusätzlich einen Toy-Gumba bekommen. Aber ich denke, den brauchen wir jetzt nicht bei diesem Kampf hier. Weil der ist nur gut gegen die Football-Chucks. Besonders zu empfehlen, weil da geht er echt aggressiv gegen sie vor. Ja. Auf uns hat wieder, wir uns stellen einen Schaden. Ach Mensch. Wieder zu früh gedrückt oder zu spät? Keine Ahnung, du. Das Spiel sagt es mir nicht genau. So. Jetzt sind noch der Schütze hier, der von den Stürmern auseinandergenommen wird. Na kommt, macht den fertig. Lasst euch nicht von ihnen unterkriegen. Die Käfer sind ja vor allem ein Problem, weil beim letzten Kampf wirklich die gehen ab wie ein Zäpfchen. Ja, mein ganz. Die haben es ganz schön in sich gehabt. So. Schön mit dem Spezialangriff. auseinandergenommen. So. Hoffen wir mal, dass wir uns diesmal komplett bewähren können hier. So. Wir sind jetzt um einige stärker. Dann dürfte das wohl kein Problem für uns sein. Ja, stimmt. Die Moral stärken sie hier. Dann mache ich gleich Glücksgriff. Okay, Gegner können weniger ausweichen. Ob das was bringt? Sehr schön. Volltreffer. Das senkt die Verteidigung ab. Woo! Nice. Na komm, nicht ausweichen. So, beiß ihn endlich mal. So, er weiß, wo sein Platz ist. Jetzt sollte ich doch den Football-Chuck gegen einen Toy-Gumba umtauschen. Allerdings hat er gegen die Boxbolde weniger Chancen. Das ist das Problem. Weshalb ich die Football-Chucks eher drin lasse. Denn wegen derer Größe und Stärke. Ja, jetzt heilt er sich mal ein bisschen. Das bringt ihnen nichts. Ja, schon sieht es ein bisschen besser für uns aus. Wow. Wenn da die Präzision down geht, das ist gar nicht gut. Das Käfer soll mich jetzt mal in Ruhe lassen da. Los, greift ihn doch endlich an. Sehr schön. Na, warum trifft der Football-Chuck nie? Was soll's? Jetzt ist er down. So hätte es eigentlich die ganze Zeit schon ausgehen müssen. So, haben wir es doch gerne. So, wen haben wir alles rekrutiert? Ja. So einige haben wir rekrutiert. Wow. Nice one. Das sind EP. So wie es mir gefällt. Und jede Menge guter Bohnen. Obendrauf. So, jetzt aber ab dem nächsten Part geht es weiter mit dem Kampf gegen die ganzen Cooperlinge. Alter Schwede. Da müsste ich wohl wirklich hauptsächlich auf die Stürmer setzen. Es sei denn, sie setzt auch noch andere Kumpane ein, was ich nicht hoffe. Naja, und ja, bis dahin hoffe ich, seid ihr dann wieder mit dabei. Also seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush for the Week 9. Wenn man es gefallen wusste, Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen. Und auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Now you know.